Vanavond in Ram. In de studio het fabeldier dat Komrij heet. En Ilja Leonard Pfeiffer, mogelijk de nieuwe dichter des vaderlands. Goedenavond, hartelijk welkom bij Ram. De oude dichter des vaderlands heeft zijn ganzenveer nog maar net in de wilgen gehangen. Of een van zijn mogelijke opvolgers heeft hem alweer uit de takken geplukt en in de inkt gedoopt. Vanmorgen verscheen op de voorpagina van de speciale editie van de NRC, ter gelegenheid van het overlijden van prinses Juliana, een op verzoek van deze krant geschreven gedicht van de hand van Ilja Leonard Pfeiffer. In memoriam, Hare Koninklijke Hoogheid, Juliana van Oranje-Nassau. Zij is zoals je oma's tekent. Zondagmiddag druipt gestaag als advocaat uit de pendule en kruipt onder eiken met langzaam speelgoed over het hoogpolig circuit van Perzische Tarzanbochten in een walm van wierook en Samos. Kijk, oma is op tv. Zij wuift op witte oma-schoenen naar de langste Lakervelder vlierkoek, vendelzwaaiers uit Drunen, Drachtense klomp-hinkstap-springers van klein tot ons genoegen, kantklosters en schare sliepjes in traditionele kledij. Dat prinsje is net zo oud als jij. Maar hoe kan oma thuis zijn en tegelijkertijd op tv? Oma zelf weet het ook allemaal niet meer zo goed. Maar het geeft niet. Het is niet erg. Het land dommelt vredig. Onschuldig kinds als een knikkebollend lange zondagmiddag in een bleke lentezon, klein tot ons genoegen. En straks gaan we koek springen en zakhappen. De premier is een wijs man. De torens staan nog. Alle negers zijn aardig. En er wordt nog goed gesjoeld. Ilja Leonard Pfeiffer. Straks praten we verder met hem over zijn dichterschap en de stand van zaken wat betreft de Nederlandse poëzie. Maar eerst iets heel anders. Pieter. Ja. Iedereen die een beetje de muziekwereld heeft bijgehouden de afgelopen 30 jaar weet dat Kraftwerk ongeveer de pioniers waren van de elektronische pop. Maar wat weinigen weten is dat ze een enorme invloed hebben gehad op de zwarte Amerikaanse dance scene. Dat is met name daarom zo vreemd, omdat popmuziek bijna niet witter kan worden dan die van Kraftwerk. Een Engelse popcriticus heeft daarover gezegd: Kraftwerk is de enige witte band die iets aan de zwarte gemeenschap gaf zonder er iets van te stelen. Binnenkort treden ze op in Amsterdam. Nu een bijdrage over Kraftwerk. To introduce the next live performance is a star with a girl next door image. That is, if you happen to live next door to one of the sexiest megastars on the planet. It's Kylie. It's a real honor to introduce our next act. Electronic pioneers who blazed a techno trail before most of today's talent. Yes, hello. Before most of today's talent could tell one end of a turntable from the other, you could be a rapper, a pop princess, a guitar man, or an electro virtuoso. But no matter what music you make, you'll owe a debt to these guys. People of MTV, I give you Kraftwerk!
Das kann man wirklich sagen, dass das wirklich das Kraftwerk, das geistige Kraftwerkzentrum war. Hier haben wir uns oft getroffen und ich bin 16 Jahre lang durch dieses Tor gegangen. Locked. Of course it's locked. Wenn man bedenkt, dieses Zeichen Elektro Müller, wo wir damals waren, was das symptomatisch geworden ist für unser ganzes späteres Leben, dass Musik aus dem Stecker kommt, weil es Strom braucht. Synthesizer braucht Strom und man konnte ja nirgendwo besser untergebracht sein als bei Elektro Müller. Elektrizität und der Stecker, ohne Stecker läuft gar nichts bei uns. Ne? Ohne den Autolärm hier auch nicht, ganz klar. Na, als ich das erste Mal vor diesem Tor stand und mit Ralf hier in, eingeladen wurde mit seinem alten grauen Käfer mit säuerlichen Sitzen, da hat er den Stecker reingesteckt, den Schalter, den Key, diesen Schlüssel und dann ging das Tor ganz langsam hoch, knack, knack, knack. Dieses Geräusch werde ich mein Leben lang nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich das erste Mal das Gefühl hatte, wir machen was ganz Großartiges. Das war sprichwörtlich in New York. Wir mussten erst nach Amerika fahren, denn hier in Deutschland haben wir so viele Konzerte vorher schon gegeben und wir hatten ziemlich niederreißende Zeitungsartikel und in den Magazinen wie verrückte Knöpfchendreher oder Roboter, emotionslos und kalt und sowas. Das hat uns natürlich nicht so gefallen. Man hat uns schlicht nicht verstanden hier. In Amerika ging das anders. Obwohl wir in das Land des schwitzenden Gitarrenrock gefahren sind, haben wir dann ausgerechnet am Broadway im Beacon Theater, kam die Bravo hinterher, kam der Musikexpress, viele deutsche Zeitungen hatten Wind davon, dass wir dort auftreten. Und mit diesem Minimal-Equipment, was wir damals, es war wirklich lächerlich, wenn man sich das heute vorstellt, was wir mit hatten, haben wir dann 20 Minuten lang Autobahn gespielt. Das war fast die halbe Show. Und jetzt kommt das Verrückteste. Die Amerikaner haben so eine kompakte Synthesizer-Popmusik noch nie gehört. Hier siehst du also diesen Film, von dem ich dir erzählt habe, als wir 1975 das erste Mal in Amerika waren. Da haben wir uns wie Touristen gefühlt. Wir waren überhaupt nicht vorbereitet auf das, was uns da erwarten würde. Und also haben wir uns auch bewegt wie Touristen. Ich bin natürlich als allererstes, ich glaube schon am zweiten Tag, aufs Empire State Building raufgefahren und habe meine kleine Bell & Howell, die man noch aufziehen muss, ne? 8mm Film. Ich bin dann immer so rumgerannt in einer Entdeckungslust und habe die Kamera auf alles gehalten, was besonders groß war. Und es gibt nur Großes dort oder was sich irgendwie bewegt hat. Ne? Und hier seht ihr, wie ich da herumlaufe. Also wirklich wie ein Tourist, immer nach oben und nach unten, alle Seiten. Es ist alles so was von fremd und neu und ich habe mich so klein gefühlt. Ne? Das war übrigens unser erster Auftritt am Broadway im Beacon Theater. Das freut mich ja doch sehr. Das muss ich nochmal anhalten. Darf ich? Ja. Genau. Das ist schon, ich glaube, in Amerika der wichtigste Auftritt für uns gewesen für die ganze Zeit, weil da von dort aus ging so viel Influence über das ganze Land, zusätzlich zu dem Hit, der im Radio lief. Und das Theater war auch wunderschön. Das ist ein altes Al Capone-Theater, das Beacon Theater, so aus der Belle Epoque.
ursprünglich gegründet. Und später habe ich mal gehört, dass es das das Haustheater von Al Capone gewesen ist, ne? Wo auch irgendwelche anderen Shows gelaufen sind. Das ist durchaus so gedacht, dass die New Yorker eventuell genauso erstaunt waren über uns, wie wir über New York erstaunt waren. Das ist richtig, ja. Wenn wir das mit den heftigen Sinustönen mal ordentlich die Volumen aufgedreht haben und dann über Panoramaregler die Autos hin und her über die 30 Meter Bühne flitzen lassen haben, dann saßen die da. Die haben den Münder nicht mehr zubekommen. Das war wie nach einem Kirchgang sind sie nachher herausgegangen. Da hat keiner mehr ein Wort gesagt. Sie waren geheiligt. I don't want to be filmed because the only thing that is important and the only thing that was important was being a voice on the radio, face in the crowd, figment of the imagination. I was working at this rock and roll radio station, and you know, back then, you know, record companies used to bring like hundreds of records to the radio station. So I noticed that there was always a group of records that they threw away, and I said, you know, all of these records, you know, with these strange looking photographs on, you know, I wonder why we never hear any of this stuff on the radio. So I put this tune on Autobahn. So I listened to it. The more I listened to it, I start hearing distant drummers from the future. I remember the first trip they made to Detroit, and you know, and after they left, a new era of music was ushered in. Then you know, you had groups like Cybertron, Warren Atkins, and you had people like Derek May. Where was I when I heard Kraftwerk? Well, I think the first time I was in my mother's house, and Juan came over to my house and picked me up. Well, I was living with my mother. I was 13 years old, and they picked me up. Juan used to take his father's car at 13 years old and go for like joy rides. And he picked me up, and he had this stuff in the car on an 8-track tape, and that was my first experience. You know, and that, believe it or not, the same day I heard Funkadelic. What a day. For the very first time. What a day. For the first time in my life, I was like, what? You know, Basically, Julie Cassens wanted to meet with you tomorrow evening. Yeah, that's fine. You have a thing at 5, but... I can meet with her after. Okay, 6:37? It's okay with her. Hello. Good afternoon, hey. Transmat. We thought it was, for us, it was like some sort of like really stiff white boy funk. That's it, you know, but it was so alien from anything they had come across before. Heimatklänge, Klanggebirge, Ananas-Symphonie oder dieses Stück, das schlicht Tanzmusik heißt.
What year was this? Early 70s. He's playing like synth drums, huh? Wow. Do you remember what was the first time you got to hear from them? Well, the first time actually it was I heard Pocket Calculator. I'm the operator with my pocket calculator, and the sounds were so different, you know, and it actually sounded like a computer was playing instruments, you know. When I heard it, I was like, this is definitely ahead of its time. It's futuristic. I need to, you know, pay more attention. It made me more curious. At the same time, it sounded like classic, timeless stuff, you know. Kraftwerk is definitely, if you have to say electronic music, they would be the godfather or the god or the creator, you know. In my opinion, I would definitely have to go with that. I mean, even still today, you can play their stuff. I just bought a remix, and you can still play it. You can still play it, and it go pound for pound with any new record out there, and people still will respond mad. Quality stuff. This right here is Autobahn. This is the one. It's a bit shocking at the age of like 14 to be checking out that. Man Machine, this was probably the one that really flipped me. This flipped me. This changed my life right here. This one. But that's not the one. Treasure Trip Express as well. Sweet. I mean, super, super, like, alien, and just, like, makes me feel like I'm on another planet. But the one that flipped me, the one that truly, like, put me on another planet, I think was probably, Computer World, you know? So I'm gonna stick it in here real quick, just so we can get an idea of what's going on here, because that was the one that put me on the Twilight Zone. For sure. Check it out. This was like the level of like, I finally felt like there was something that made me feel I could really start to identify with. It wasn't just a feeling of like something cool or some sort of thing I really wanted to dance to. This was as if it was on a mission. Boing, uncha, boing. See, you're a fan, you even have a t-shirt. Yeah, big fan. For Europeans, it's like Kraftwerk, we always consider them as like, these really square-looking white guys, and then right, they're picked up right from black music scene in Detroit. It's huge. I mean, here in Detroit, you can go to a tit bar and see some girls shaking it. And the music you hear is definitely influenced by Kraftwerk. If not, it's a sample from Kraftwerk. If you go to like a regular bar or something, you might hear it in the background. It's definitely part of Detroit. And Detroit, the whole boom, 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 that's Kraftwerk. That's because of Kraftwerk. Das ist mein goldenes Aluminiumköfferchen, was ich die ganzen Jahre mit mir transportiert habe und 1975 am Broadway gekauft habe für $750. Das war ordentlich viel Geld. Da habe ich eine ganze Menge aufgehoben drin in der letzten Zeit und von früher. So einige Sachen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind und die ich euch ganz gerne mal zeigen will. Außerdem hat da ein bestimmter Geruch drin stattgefunden, den ich eigentlich für mich mit dem Kraftwerkgeruch assoziiere, weil er immer gleich gerochen hat. Wenn ich im Hotelzimmer aufgemacht habe, dann habe ich diesen Geruch noch von aus unserer Tourneezeit drin.
Was ihr seht hier ist zum Beispiel meine schwarze Krawatte, die ich abends angezogen habe, zu dem roten Roboterhemd. Das ist wirklich das, was mich all die Jahre begleitet hat und was ich auf den meisten Konzerten getragen habe. Das sind meine berühmten Spielstäbchen, die ich mir schon viele Jahre zuvor öfter nachgelöst, haben sich auch ein bisschen aufgelöst so. Die wurden da unten in das Spielbrett so reingesteckt, ne, wo der Strom war. Und dann konnte ich damit so schön, wir sind die Roboter spielen, ne? Boim, boom, tschak. So wurde unser Kommen oder unser Auftritt in Amerika das erste Mal präsentiert. Dieses Cover, wo allerdings schon 1975 Kraftwerk die Menschmaschine drauf gestanden hat. Ich glaube, das war eine Erfindung von unserem Manager dort. Und später hat der Ralf das wohl als Synonym für unser wichtigstes Album, die Menschmaschine, gemacht. Ne? Aber das wurde schon 1975 so plakatiert. Like, look at that. That's Wolfgang, right? Yeah. That's always the one that I like the most, you know, out of all of them. I mean, that one is okay. But, I mean, really, Florian's kind of a weird-looking guy. I think that when something comes from abroad, it's always more exotic. And for us, this was an exotic thing. But I think here in Detroit, too, because we're used to the concept of automobiles being manufactured by robots. You know, this was futuristic to us, but it was also something that we could relate to because of coming from Detroit and it being a manufacturing town. Mm-hmm. So this music, you know, kind of not only put us, it was not only in relation to you know, the machines, it was the relation to looking at the future and music that sounded like music of the future that could put us in a better landscape than what we have in Detroit, because Detroit was always this city of almost, you know, like Baghdad probably looks now, you know, in the sense of bombed out buildings, where it wasn't, you know, from bombs from the Allied forces, it was from, you know, the economics, exactly. Do you consider this to have soul? It has a soul, and I think that soul, in the sense of what people know soul, in the sense of blues, is, you know, you're putting your feelings out there, and it's in the music. I think this music has a soul because it has depth. Unser Hotelzimmer, da bin ich krank geworden. Ich durfte dann so im 28. Stockwerk lag ich in meinem Hotelzimmer bei Affenhitze und konnte dann meine Kollegen unten am Pool liegen sehen. Ne? Das war schlimm für mich. Das ist der Ralf. Wetten? Es kann nur so sein, dass die Schwarzen auch so sehr ihre eigene Musik machen, wie wir das auch gemacht haben. Also der Vergleich damit kann nur so gemeint sein, dass es eben ungeachtet des allgemeinen Musikstroms und des Mainstreams halt ist, jemand da sich gar nicht dran hält, sondern so klar sein eigenes Ding macht. Es gibt nichts, was eigener ist und was sich deshalb so fremd ist, sich vielleicht zunächst mal anhören mag, schwarze Musik und Kraftwerkmusik, dennoch da Verbindungen geben kann. Die reichen sich die Hand. Zumindest teilweise. Mein Köfferchen. Kraftwerk treedt op 29 maart op in de Pepsi Stage in Amsterdam. En dat is 12,5 jaar na hun laatste optreden in Nederland. George. Het fabeldier dat Komrij heet, wordt over nu 9 nachtjes slapen alweer 60 jaar. Dat zal niet geheel onopgemerkt voorbij gaan. Want er komt een hele...